Ich hab was für euch. Was denn? Hier. Und? Überrascht? Steig hier ein und erfahre die verbotene Welt. Nein, ich will da nicht. Es wird dir gefallen. Nee. Nicht. Ein Tabu liegt auf dir. Was? Cool, was? Das finden alle. Hehehe. Man ist verdammt schnell dort. Aber gib Acht, dass du nicht von den Klippen fällst. Was? Irgendwo auf dieser Welt ist ein Gegenstand, mit dem man immer in die verbotene Welt tauchen kann. Tabufrüchte. Davon habe ich, glaube ich, schon mal geredet in irgendeinem Part. Okay. Ist das jetzt immer so? Oder ist das, hört das irgendwann auf? Von hier aus muss ich das, glaube ich, machen. Oh nein. Nein. Da habe ich doch die falsche Taste, also die falsche Waffe ausgerüstet. Kann das denn sein? Ist das denn die Möglichkeit? So, gib Gazen. Da. Ah. Kriegen wir schon noch hin. Und dann gucke ich mal gleich. Wahrscheinlich ist die Kiste, schätze ich mal, wieder so, wie sie sein sollte. Oder so. Zaubermeter. Oh, das kann doch. Ich verstehe das mit dem Zaubermeter noch nicht. Das hat irgendwie mir noch keiner erklärt. Ah. Yay! Ach so. Ich wollte mir heute neue Schuhe kaufen. Information. Du bist dein Tabu los. Weil ich getroffen wurde oder was? Na gut. Genau, ich wollte mir heute Schuhe kaufen. Bei Deichmann. Ich hatte letztens in der Zeitschrift so ein kleines Pamphlet von Deichmann. Und da habe ich Schuhe gesehen, die sahen ganz nett aus. Und ich brauchte sowieso Schuhe. Also neue Schuhe, weil ich habe nämlich ein paar weggeschmissen, weil die waren durch. Ja, es ist noch. Es hat sich nicht geändert. Na gut. Aber wie kommt man denn da dran? Oder gibt's noch. Gibt's irgendwas, wie man die, diese Holz. Holz, diese Steindinge kaputt machen? Stein. Die kann man bestimmt schieben, ne? Ja, natürlich kann man die schieben. Ja, dann komme ich da jetzt auch dran. Ja, und da war ich bei Deichmann. Und, da habe ich die gesehen, aber die haben mir dann nicht so wirklich gefallen irgendwie, weil die sahen aus wie Oma-Schuhe. Nicht, dass ich jetzt irgendwas gegen Oma-Schuhe hätte. Okay, das geht nicht. Vielleicht schiebe ich auch in die falsche Richtung. Nee, das geht nicht. Das geht nicht! Ja gut, dann kann ich aber das hier... Nee, ich schreibe mal noch dahinter, hinten. Hinten in Klammern.
Wer weiß, was da so Tolles drin ist. So, und jetzt muss ich endlich mal weitererzählen. Und dann... jetzt, wo war ich denn? Genau, die sahen aus wie Oma-Schuhe. So. Da habe ich mir noch so ein bisschen umgeguckt, so, was die noch so haben. Da habe ich welche gefunden. Konnte ich aber nicht anprobieren. Obwohl die in meiner Größe da waren. Woran lag, dass ich sie nicht anprobieren konnte? Da war so eine Gruppe von, ich nenne sie mal liebevoll Bitches, die einfach diese Anprobiersessel blockiert haben. Die saßen da einfach an ihren Handys und ich weiß nicht, ob die da Kaffee, also auf Kaffee gewartet haben oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, die saßen da. Ich war bestimmt 10 Minuten im Laden und habe gewartet, dass sie da weggehen. Das ist jetzt natürlich auch nicht so, dass es nur einen Anprobiersessel da gibt. Aber das ist mir zu blöd, den Schuhkarton da rauszuholen, irgendwo anders hinzulaufen und dann wieder zurückzutun. Ach Gott, ich bin hier... Ich quatsche schon, ich laufe wieder nur in Spökesrichtung. Ja, und dann bin ich dann raus und hatte ich keine Lust mehr. Es geht da hoch. Können die nicht irgendwie ihren Nachmittag irgendwo anders verbringen und nicht im Deichmann auf den Anprobier sitzen? Das wäre sehr lieb. So, hier war auch noch eine Kiste drin. Konnten wir letztens nicht öffnen, weil wir klein waren. Dafür. Na gut. Okay, dann können wir jetzt hier weitergehen. Ich ziehe mir schon mal das Schweinekostüm an, sonst vergesse ich das gleich. Und jetzt möchte ich gerne den Sockel da oder das Ding da wegbringen. Das Statuenteil. Nein, ich bin nicht müde. Nein, nein. Wir haben heute übrigens den 4.4.2018. Ja, Punkt. Achso, und ich muss noch... Ah, warte mal, da war irgendwas... Ach genau, das kriegen wir ja jetzt. Den Sockel brauchen wir dafür. Ach, nicht den Sockel. Die Statue brauchen wir ja. Moment. Nee, das war doch hier. Ach, fick dich doch. Brauchen wir, um das Weihwasser zu kriegen. War das hier hinten? Nee, das ging doch jetzt hier nach oben, ne? War das doch im Hintergrund? Oder war es doch hier? Nee, ist doch hier. Eiskulptur. Genau, dafür brauchten wir das, damit das Wasser da läuft. Geschafft. Jetzt können wir mit dem Eimer das Wasser auffangen. Ja. This is right. So. Wir haben einen leeren Eimer. Achso. Sag mal, Weihwasser. Was ist denn? Wir haben ja hier noch Heißwassereimer. Was tust du? Das ist, na gut. So, jetzt haben wir zweimal Weihwasser. Nö, 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 nö. Hör du mal auf, hier rumzuschießen. Jetzt müssen wir zum heiligen Baum in der Kujara. Jetzt hör doch mal auf damit, ey. Was soll das? Zum heiligen Baum in der Kujara Ranch. Und den damit gießen. Das
weiß ich nicht. Also ich weiß, dass es so ist und das weiß ich daher, dass ich das irgendwann mal in dem Walkthrough gelesen habe. Ich wäre da jetzt nicht drauf gekommen. Ich weiß auch nicht, ob uns das gesagt wurde. Wo ist denn hier? Ach, nein, wir haben nur noch 3 Stück. Ich glaube... Ich bin mir nicht sicher, wo der ist. Aber ich glaube, das ist da, wo die Mädels standen, oder? Ich weiß nicht ganz genau, um welchen Baum es sich da handelt. Ich meine, da hätte ein Baum gestanden. Ich denke mal, die... Oh, halt, Moment. Eichhörnchen-Kostüm wieder anziehen, sonst erfrieren wir. So. Kann man den schieben? Operationsraum. Ist hier ein Baum zufällig? Scheiße, hier ist kein Baum. Wo ist denn ein Baum? Ich habe mir aufgeschrieben, zum heiligen Baum in der Kujara Ranch gehen und mit heiligem Wasser gießen. Wasser vom Tempel. Fuck. Ich suche da mal gerade noch hier oben. Wenn nicht, muss ich mal nach unten gehen. Na komm. Ich weiß gar nicht mehr, was hier drin war. Gipfelschuppen. Ach. Hier geht's zum... Das ist natürlich Essig. Gift fürs Brot. Was will der Typ da oben eigentlich von uns? Ich habe aber jetzt keine Lust, da wieder hinzulaufen. Ja. Gut, die Kujara Ranch. Kujara Ranch. Ist natürlich groß. Ich hoffe einfach mal, dass hier unten noch so was Feines rumsteht. So ein Baum. Was ist mit dir eigentlich? Hey Mann, du hast gewonnen. Hast du das Cocker-Warnschild gesehen? Ich bin zwar wegen dem gefährlichen Cocker noch nie weitergegangen, aber das stinkt was. Man sollte wohl auch die anderen Schilder lesen. Was? Kartoffel. Da oben ist eine Kiste gewesen, die möchte ich haben. Ich weiß noch nicht, wie ich da dran... Achso, wir haben ja unser Super. Schon drinne? Ich glaube, hier waren wir noch gar nicht drinne. Nein, nein, nein! Ach, scheiße. Ach. Oh Mann, jetzt muss ich... Weil ich zu faul bin zum Laufen. Wo ist denn das Ding? Noch 2 Stück, ey.